500 Kinder und Jugendliche warten in der Innenstadt, doch der YouTube-Star aus Hamburg verspätet sich. Aufgeheizte Stimmung und heftiges Gedränge. Die Polizei musste eingreifen und mit mehreren Streifenwagenbesetzungen den Andrang kanalisieren. Das schrieben die WAZ und die Bild zu einem gestrigen Fantreffen in Bottrop. Bei dem Hamburger YouTube-Star handelt es sich um Leon Mascher. Schlecht organisierte Fantreffen in einer Innenstadt, die eskaliert sind, gab es bereits öfters. Leon Mascher hat aber keinen willkürlichen Ort in Bottrop ausgesucht, sondern hat das Fantreffen in seinem eigenen Café Happy Waffle veranstaltet. Vor 3 Tagen hat er seinen Fans in einem Video Happy Waffle vorgestellt. Ich bin so glücklich, dass ich sowas hier erschaffen habe. Happy Waffle, mein Herz, meine Leidenschaft, mein alles, Mann, mein alles. Happy Waffle, Freunde, macht die besten Shakes. Merkt euch das, kein anderer kommt dagegen an. Die besten Shakes, die besten Waffeln und die besten Drinks und die besten Kaffeedrinks und so weiter. Am Ende seines Videos hat er dann eine Promotion-Tour angekündigt, die an diesem Wochenende stattfand. Bevor ich aber auf diese Tour zu sprechen komme, möchte ich etwas genauer auf Happy Waffle eingehen. Es gibt derzeit 4 Cafés namens Happy Waffle. 2 in Hamburg, 1 in Bottrop und 1 in Korbach. Dort kann man überwiegend Waffeln und Shakes kaufen. Die Cafés haben bei Google überwiegend gute Bewertungen. Happy Waffle gibt es schon seit mehreren Jahren. Leon hat also nicht selber bei der Entstehung mitgewirkt, sondern ein bestehendes Geschäftskonzept aufgekauft. Happy Waffle ist ein Franchise-System. Man kann jetzt also Leon Geld zahlen und dann seine eigene Happy Waffle-Filiale eröffnen. Am Samstag konnten Zuschauer Leon Mascher in Bottrop bei der dortigen Happy Waffle-Filiale treffen. Diese Möglichkeit haben auch viele genutzt, zu viele. Laut der Bild war die Veranstaltung nicht bei der Polizei angemeldet. Diese war aber zum Glück in Bottrop anwesend und hat eine Eskalation vermieden. Neben Bottrop hat Leon Mascher am Samstag auch in Korbach, einer kleinen Stadt mit 24.000 Einwohnern, bei der dortigen Filiale ein Fantreffen veranstaltet. Heute veranstaltete Leon Mascher 2 Fantreffen bei den 2 Filialen in Hamburg. Diese unterschieden sich mit denen in Bottrop und Korbach insofern, dass auch Simon Desi und ApoRed da waren. Genauere Informationen gibt es bisher dazu noch nicht. Die Redaktion der Tomek spricht in einem Twitter-Post von einer Eskalation. Das kann ich mir auch gut vorstellen, der Andrang war bestimmt größer als in Bottrop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Danke fürs Zuschauen.